Leute, heute ist es endlich soweit. Heute werden wir das letzte Level im Deathwish-Modus von Ahead in Time schaffen. Oder? Ist zumindest der Plan, ja? Das letzte Level. Die finale Qual. Was wird es sein? Ich habe schon eine leichte Vermutung, was es sein wird, aber mal schauen. Seal the Deal. Einfach der Name vom DLC. Besiege deine stärksten Gegner. Viel Glück, du kannst dreimal vom letzten Checkpoint starten. Was? Was? Vergiss nicht, Pausen einzulegen. Sich länger nicht zu bewegen, ist schlecht für die Gesundheit. Aber... besiege deine stärksten Gegner. Vier Gegner. Nein. Das ist jetzt aber... kein... ist es Boss Rush? Das hat fünf Gegner. Das ist jetzt aber kein Boss Rush, oder? Ich meine, wir haben ja schon einen Boss Rush. Was soll das denn sein? Besiege deine stärksten... nein. Nein, das ist jetzt... das ist jetzt... nein, bitte sag mir nicht, das ist die ganzen EX-Kämpfe. Oh doch, die Musik dachte schon. Obwohl die Musik ja eigentlich gar nicht spielt. Doch, die ganzen EX-Kämpfe... hintereinander. Oh nein. Als ob ich die noch alle kann. Und vor allem gibt es auch noch Bonus-Missionen. Ey, wenn da eine Bonus-Mission einfach ist... mach's no hit. Also dann gebe ich auf. Also. Wenn wirklich hier steht am Ende noch no hit. Nein. Also das tue ich mir nicht an. Sind sie in die exakt gleichen Bösse? Ich weiß es gerade gar nicht, ob das die exakt gleichen Bösse sind oder ob die einfacher gemacht wurden. Kannst du gar nicht sagen. Versuche natürlich im First Try mein Bestes. Wir haben ja drei Versuche. Ja, die Musik ist richtig geil, aber es ist eigentlich von dem zweiten Boss, von den Vögeln. Nicht von ihm. Er hat eigentlich einen anderen Theme. Aber ist auch egal. Hä, doch, das ist einfacher. Das ist auf jeden Fall einfacher. Ich glaube, die haben einfach nur die Attacken von den EX-Charaktern, aber die leben von dem normalen, oder? Kann das sein? So schnell ging der nie, das weiß ich, weil ich hier gelitten habe. Bei jedem einzelnen von diesen Bösen habe ich gelitten. Der hat nie so kurz gedauert. Der war immer viel länger. Hallo? Ey, das ist halt so dumm. Wenn du in dem drin steckst, dann kannst du nichts machen. Hast halt Pech. Jetzt sagt mir nicht, benutze jede einzelne Chance zum Angreifen. Weil das habe ich jetzt verloren. Oder wisst ihr was? Ich versuch's sogar nochmal neu. Bis zu dem Punkt. Ich glaube nämlich, dass wirklich das eine Mission sein wird. Okay, hab gerade Mafia Ball gemacht. Hab grad ein bisschen Pech. Mit den Säcken über mir. Ich mach den Mega Charge. Nee, kann ich auch nicht mehr. Ah, verdammt. Zwei Leben. Das ist echt viel. Dafür, dass ich noch drei weitere Bosse nachmachen muss und ich wahrscheinlich nicht mehr dazwischen geheilt werde. Denk mal nicht. Vielleicht werde ich jetzt noch kurz geheilt irgendwann? Ja, danke. Danke. Drei Herzen ist viel, viel besser als zwei. Viel, viel besser. Bist du tot? Bist du schon tot? Wow. Das war wirklich nicht lange. Ich glaube, die sind wirklich nur noch halb so stark oder so. Also, sie haben die gleichen Attacken, aber... haben nicht so viel Leben. Also den normalen Run ohne Boni werde ich jetzt wahrscheinlich schaffen. Oh nein, warte. Was ist, wenn einer der Bonus-Missionen ist? Kein Zeithut benutzen. Also generell keine Hut-Abilities. Was bedeutet, wird auch kein Zeithut. Das wäre... eieiei, das wäre was. Okay, komm, let's go. Oh Gott, ich kann mich an diesen Bosskampf erinnern. Das war das Schlimmste von allen. Aber nur wegen... aber wirklich eigentlich nur wegen... der Bonusmission. Sind wir wirklich nur schwer wegen der Bonusmission? Ein nach dem anderen. Das war bisher das Schwierigste im ganzen Spiel. Also bis halt auf das letzte Level, was wir letzte Folge gemacht haben. Ja. Und aufs auf. Bam. Läuft sehr gut. Du geheilt. Bin full heal. Nice. Okay. So, ich zeige euch immer nur den ersten Try und den letzten Try. Dass ihr euch nicht wundert.
Aber vielleicht habe ich es auch schon im ersten Try. Oh Gott. Erstmal ihn. Und dann ihn. Und dann aufpassen. Ich habe das alles noch irgendwie ein bisschen... Also mehr oder weniger habe ich das sogar noch drauf alles, wie ihr sehen könnt. So schlecht bin ich gar nicht. So, dritte Phase. Ach, das ist schon vierte Phase? Ach lol, Junge, bin ich krass. Nein, Spaß. Nee, das geht viel, viel schneller auf einmal. Bin jetzt schon... Wow, okay, cool. Bin jetzt schon in dieser Phase. Das ist voll gut. Das ist wirklich voll gut. Das ist doch nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Also ich habe mir schon gedacht, wenn jetzt nochmal ein Bosswash kommt, wo ich alle krassere Bosse machen muss, dann hätte ich das aufgegeben. Aber das ist wirklich nicht so schlimm. Weil man hier einfach... Oh, jetzt kommen die... Das muss zu leise sein, jetzt kommen die Vögel. Okay. Ja, das ist nicht so schlimm, weil die hier weniger Leben haben. Der hat nur zwei Hits gebracht? Zwei Hits, das ist nichts. Die brauchen sonst hier in dieser Phase 4. Ich hab ihn nur einmal geschlagen. Oh, verdammt, ich hab nur zwei Leben. Oh nein, ich hab mich jetzt am Ende so oft treffen lassen. Die Vögel sind halt böse. So, kurz mobben. Okay. Okay. Ich bin gerade überlegen, Snatcher war auch... Oh, Snatcher, nein, Mann. Den will ich nicht gern machen. Master Girl ist nicht lange her, deshalb... Hä? Wieso kommt erstmal Master Girl und dann der Snatcher? Eventuell, weil das Snatchers Modus ist? Der möchte sein eigener Endboss sein und nicht Master Girl den Endboss sein lassen? Hm. Na gut, wie gesagt, den Kampf kann ich noch ein bisschen besser. Weil der nicht so lange her ist. Aber ich habe nur zwei Leben, also habe ich ein bisschen Angst. Und die erste Phase ist richtig böse. Okay. Nein! Genau deswegen, Alter. Ich wusste es. Ich wusste, dass das passieren wird. Hä? Oh, okay. Ich war halt, ja, siehste, werd nicht geheilt. Das ist richtig böse. Oh, das ist doch... Alter, ich weiß immer noch nicht, wie ich das ausweichen soll. Ich weiß es einfach nicht. Wo ist sie? Okay. Alter, ernsthaft? Bei Master Girl? Na, last chance, go. Ja, der Anfang hier ist, habe ich nicht geübt. Der Anfang ist aber auch böse. Der ist wirklich nicht einfach. Ja. Ich hab's eigentlich schon versaut. Na, komm. Bam. Okay, drei Hits hat sie nur am Anfang, okay. Ja toll, ein Leben! Ein Leben, no return, das jetzt hier. Toll, das wird bestimmt klappen. Bestimmt. Aber die Musik wird jetzt krass. Muss leise sein wegen der Musik. Oh yeah. Genau, den Kampf kann ich noch. Also deshalb, das hier wird nicht das Problem sein. Ich habe nur Angst wegen Snatcher. Und halt die letzte Phase von dem Vogelkampf. Aber ansonsten sehe ich bisher noch keine Probleme. Darf ich bitte zum Ball? Danke. Bam. Also ja, wirklich, das ist wirklich nur zwei Folgen unserer Herzen, was sie gemacht haben. Ja, ich hatte nur ein Leben. Also. Ja. Bis gleich. Das wird nicht so, das wird eine super lange Folge, weil ich hier das mehrmals machen muss. Ja. Okay, also es sieht jetzt einfach etwas besser aus. Ups. Okay, es sieht jetzt ein bisschen... Okay, also sieht jetzt auf jeden Fall ein bisschen besser aus. Ich habe jetzt ein Leben mehr als vorher. So. Ich habe gerade wirklich einfach realisiert, wie einfach das im Vergleich ist. Das war gerade wirklich nicht schwer beides. Hat halt nur ein bisschen gedauert. Bisschen Zeit und so. Nein! Ich hasse diese Attacke. Ich hasse sie so sehr. Ich hasse es einfach. Das geht noch. Vor allem mit Zeitlupe. Ach, nur zwei Leben hier. Das schaffe ich nicht.
Egal, zumindest kriege ich den Check. Oh, kriege ich den Checkpoint? Ich weiß es tatsächlich gar nicht, ob ich im Boss Rush den Checkpoint bekomme. Wäre geil, aber andererseits habe ich nur 2 Leben, da ist auch nicht so geil. Ich wäre nicht mehr mit 3 Leben hier gewesen. Aber komm, die erste Phase, die ist halt auch blöd. Schade. Hätte ich noch eine Hit reinkriegen können, theoretisch. Ja, falls ihr die Taktiken hier haben wollt, schaut einfach zu oder schaut euch mein Master Girl Video an, auch wenn es 50 Minuten lang ist. I know, I know. Trotzdem ist das krass, ey. Zack. Oh nein. Oh, knapp. Ach, verdammt. Oh, das war super unlucky jetzt, dass ich mich da noch treffen lassen habe. Ah, das war einfach nur super unlucky. Okay. Stopp. Hör auf. Mit deinen Laserstrahlen, please. Oh, war das knapp. Na, das, ich kann das nicht ausweichen. Das ist halt einfach richtig schwer. Wo bin ich? Wo bin ich? Wie viele Leben und wo bin ich? 3 Leben hier. Oh, das ist richtig großzügig vom Spiel. Danke, Mann. Und dann noch 2 Versuche. Und danach kommt ja auch noch mal Snatcher. Der will irgendwie als letztes dran kommen. Ich meine, ich kann es verstehen. Snatcher geht zusammen mit Master Girl am meisten ab. Nee, okay, das stimmt gar nicht. Alle gehen total ab. Außer halt der erste Boss. So krass geht er halt nicht ab. Egal, ich laber zu viel, ich weiß. Ich sollte mich mehr konzentrieren. Für den Skill. Okay. Okay. Chillig, 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 chillig. Ich hab das so oft geübt. Mittlerweile soll ich das drauf haben. Okay. Schön. Jetzt schon das hier. Nein! Mann, ich kann das nicht! Warum setze ich meinen Hut nicht ein? Stimmt, warum setze ich meinen Hut nicht ein? Eigentlich dumm von mir. Bam! Wie viel Leben hast du insgesamt? Das würde ich gerne mal wissen. Girl? Was geht ab? Girl? Bam! Komm! Komm, komm, komm! Jetzt ist vorbei, oder? Ja, Tatsache. Okay, 4 Leben oder so war das. Warte, dann heißt es jetzt hier auch ungefähr 4 Hits nur. Und nicht 8. Oh, das ist nice! 1? Ja. Ich wurde geheilt. Schön. Danke. 2? Nein! Mann! Oh nein! Enough! Ich hab nur 2 Leben. Aber ich trotzdem mein Bestes. What the hell? Mit sowas fängt sie an? Oh, Herz. 1. Alter, das ist dumm, dass das mich getroffen hat. 2. Ich krieg keine Heilung mehr. Keine Heilung. Hallo? Heilung. Nee, gar nichts mehr. Alter, wenn man im Menü auf Restarten drückt, dann wird man ganz am Anfang des Levels zurückgeschleudert. Ja, da habe ich in diesem Run nur noch ein Herz, also kann ich mehr respawnen. Okay, 1. Okay. Ich hab die ganze bisschen was passiert. 2. Wo ist sie? Okay, einfach abwarten. Ja, das ist alles viel zu gefährlich. Ich sehe halt nichts. 3. Ein Leben hat sie noch. Und tot. Hm? Wie, sie lebt noch? Wie, sie hat nicht 4 Leben? Ich dachte, sie hat die Hälfte. Wie viel Leben hat sie dann? 5? Okay, 5.
Okay, von 8 auf 5 runter. Also es ist nicht ganz die Hälfte, die ganzen Gegner hier, aber... Fast, okay, aber das Problem ist, ich kann es so oder so jetzt nicht mehr schaffen, weil ich habe nur noch ein, zwei Leben oder so und wenn ich sterbe, kann ich mal respawnen. Ah, ich wurde voll geheilt! Warte, woran lag das, dass ich voll geheilt wurde? Weil ich den Kampf geschafft habe oder war ich so lange ausgewählt? Keine Ahnung, ich bin voll geheilt. Am einen ganzen Try für den Final Boss des Spiels, also den Final Boss, ja? Und zwar ist es Snatcher in seinem eigenen Spiel. Er hat wirklich gedacht, dass ich es niemals schaffen würde bis zu ihm hin. Ich meine, ich habe ihn schon mehrmals jetzt verprügelt, ne? Wir haben ja auch Snatcher X auch schon geschafft. Und jetzt gibt's doch mal einen finalen Schlag in die Fresse. Yeah! Let's go! Bin gespannt, ob das funktionieren wird. Hat er was Neues zu sagen? Ich glaube, der sagt das gleiche, oder? Schade. Er sagt das gleiche. Schade. Okay, let's go! Hab ich's noch auswendig? Okay, ich muss mich kurz konzentrieren. Sorry, Leute. Aber ich muss kurz überlegen, wie der Kampf nochmal funktionierte. Ich hab's nämlich vergessen. Also, ich hab's nicht ganz vergessen, aber ich hab's ein bisschen vergessen. Und was Blaues? Nein. Jetzt kommt was Blaues. Ah, mein Hut ist weg! Da war ja was! Haha, lul! Hä? Ach, der macht keine blauen Angriffe mehr! Ich kann ihn nur noch schlagen, wenn er diesen einen Angriff macht. Diesen... oder so rumspringt. Hä? Er hat neue Angriffe! Was zum Teufel? Warum fallen jetzt Sachen runter? Warum hat er neue Angriffe? Nee, jetzt ist doch alles blau. Hä? Hat er doch blaue Angriffe? Ja, hat er. Okay, eins! Wie viele Hits hat der? Ich rate einfach mal 5. Das ist meine Vermutung. 5 Hits. Keine Ahnung, ob das stimmt, ob das annähernd stimmt oder überhaupt nicht. Ah, verdammt. Das schaffe ich niemals First Try. Ich sehe nichts. Nein, ich wollte das nehmen. Was zum Teufel? Der Kampf ist ganz anders. Eins. Zwei. Drei. Vier. Will mein Leben? Gib bitte Herzen. Danke. Tot. Okay. Genau, in der letzten Phase sollte man immer ein bisschen warten. Weil in der letzten Phase wird man nach einer Zeit immer wieder und immer wieder geheilt. Das heißt, am besten, ihr habt 5 Hits in der letzten Phase insgesamt. Also macht ihr 4 Hits, wartet bis ihr geheilt seid und erst dann geht ihr zum Snatcher-Kampf. Ich habe übrigens bis zu diesem Punkt keine Hood Abilities benutzt. Das habe ich hier gerade den Standard-Hut an. Weil ich mir nicht nur sehr, sehr sicher bin, dass ich hier keine Hood Abilities benutzen darf, eine der Bonus-Missionen. Na, bei Snatcher kann ich da sowieso keine Hood Abilities benutzen. Na, ich trotzdem, sondern ich habe auch noch nachgeschaut, ob das stimmt. Weil ich einfach die Vermutung hatte, dass es so war. Oder dass es so ist. Und, ja, da lag ich richtig. Also meist mir ein bisschen einfach, dass ich nachschaue. Heult nicht rum, danke. So, ich muss kurz leise sein in diesem Kampf. Weil... das ist krank.
Das ist einfach krank hier. Irgendwie passt das Theme gar nicht zu ihm, aber ich liebe das Theme trotzdem, also höre es trotzdem gerne. Genau. So, aber ansonsten denke ich einfach genau das gleiche machen, was ich sonst immer mache. Bei dem Aua! Snatcher-Kampf. Eins! Dann übrigens volle Leben! Cool, oder? Ich habe nachgeschaut, einfach komplett alle Leben, die er sonst immer hatte, seinem Kampf. Also das ist der einzige von den allen, der wirklich schwieriger ist. Cool, oder? Ja, das ist doch cool. Bisschen Challenge muss ja auch sein, ne? So, zwei Hits erst. Aber wird hier zumindest ab und zu mal geheilt. Immerhin. Wow, er macht keine Schockwellen mehr. Okay, drei Hits. Okay. Hab ich das? Ich habe ihm drei Hits gemacht. Er hat acht Hits. Das heißt, ich habe schon fast die Hälfte hinter mir von dem Kampf. Was eigentlich schon sehr, sehr gut ist. Vor allem für den Second Try ist das not bad. Oh, Kreissägen machen mir Angst. Okay, jetzt kommt der her. Vier Hits. Okay. Schön. Full Heal. Vier Hits. Oh, da hinten ist das Blaue. Ja, ich lass mich treffen dafür. Egal. 5 Hits. Oh, sehr geil, wenn er die Attacke jetzt macht. Weil hier kann ich ihn jetzt treffen. Ha! Komm her! 6 Hits! Yes, ich bin voll hier sogar. Okay. Oh, aber ich glaube, die zweite Challenge schaffe ich nicht. No Hit! Das wär's jetzt. Nee. Ich glaube, jetzt machen wir was anderes. Irgendwas mit, lass dich nicht treffen bei irgendwas oder so, keine Ahnung. Irgendwas mit Leben auf jeden Fall. Ich habe nur darauf geachtet, ob das mit dem Hut stimmt. Mit der Hut-Ability. Und ja, das hat gestimmt. Wo ist das? Da ist das Ding. Ah, okay, zu spät. Cool. Ein Leben hat er noch. Hat ein Leben noch. Ich habe noch zwei. Never mind. Okay, ja. Genau, das macht die Attacke, das ist gut. Das Snatcher! Geschafft! Hat ein bisschen gedauert. Aber tatsächlich nicht so lange. Wie das Level aus der letzten Folge. So, ohne Hood Abilities. Wie gesagt, habe ich schon mal gemacht. Ne? Musik? Geht ja nicht. Wo ist die Musik hin? Das ist irgendwie awkward, naja. Für den No Abilities Run möchte ich euch noch ein paar Tipps geben. Und zwar, falls ihr es nicht könnt, also falls ihr die Attacke mit dem Ultra Charge bei dem ersten Bosskampf nicht könnt, dann lasst euch einfach die ganze Zeit treffen. Es ist komplett egal, ob ihr mit einem Leben oder so zum nächsten Bosskampf kommt, weil bei den beiden Vögeln, die sind so einfach, da kriegt ihr auch ständig wieder Leben zurück. Also, ja. Ansonsten die ganzen Taktiken und Tipps, wie bei jeweils den einen Kämpfen, bei den jeweiligen Kämpfen, die, das habe ich ja schon mal gezeigt, als ich die Kämpfe damals gemacht habe. Ja, ihr wollt auf jeden Fall versuchen, in der letzten Runde von dem Vogelkampf, also viel Leben übrig zu haben wie möglich. Und am besten 3, 4. Wenn du 2 hast, kannst du eigentlich schon resetten, das lohnt sich nicht mehr. Und ansonsten, Mustache Girl, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Kann ich auch noch nicht so viele Tipps geben. Ja, außer das, was ich vorhin gesagt habe, mit in der letzten Phase, kurz bevor ihr fertig seid mit dem Kampf, wartet ein wenig, bis ihr full life oder so seid. Oder halt fast full life, wenn ihr denkt, ich werde jetzt ständig getroffen, ich kriege das voll nicht mehr hin. Dann macht einfach so schon. Und das sollte eigentlich dann funktionieren alles, wie ihr gerade gesehen habt. Ja. Yeah.
lasse deine Lebensanzeige nicht auf ein HP fallen. Also es ist nicht No Hit, es ist nur, lass dich nicht mehr als dreimal treffen. Wenn da oben links eine 1 steht, haben wir verloren. Das ist jetzt die zweite Challenge. Ich bin froh, dass ich nachgeschaut habe mit den Hutfähigkeiten, aber ich war mir schon sehr, sehr sicher, dass ich keine machen muss. Ich wollte nur nicht machen, keine Hutfähigkeiten nutzen und dann am Ende, ja, ist aber keine Bonus-Mission. Also deshalb habe ich nachgeschaut. Ich glaube zu viel, ich weiß. Schattenspieler! Wow! Yo! Jetzt sind wir einen von ihm, Alter! Jetzt sind wir einen von denen! Genau, wenn wahrscheinlich wäre das so gewesen, wenn Hatkid sich, naja, Snatchers Armee gestellt hätte, oder wenn wir seine Armee als Minion, ja, geworden wären, dann wären wir auf jeden Fall so aussehen. Ich weiß, Deutsch, gute Sprache, beste Sprache, aber ihr wisst, was ich meine. Wenn wir sein Minion wären, würden wir auf jeden Fall so aussehen. Oh mein Gott, das Lächeln. Oh mein Gott, warum ist sie denn so traurig im normalen Blick? Yeah, ich bringe euch alle um, yeah. Aber ja, 113 von 114. Ja, also hier brauche ich euch eigentlich nur ab Master Square wieder zeigen, so wie gerade. Die ersten beiden Kämpfe, wie gesagt, das ist lächerlich, das ist super easy, ne? Ja, komm, let's go. Leute, ich habe voll vergessen aufzunehmen. Bin jetzt schon hier, sorry, aber ich glaube, ab hier wird sowieso erst interessant, um ehrlich zu sein. Okay, übrigens, wenn sie unter einem erscheint, diese Strahlen, dann schießt sie sich so hoch. Da habe ich gemerkt, dass es am besten... Moment. Da ist es am besten, im Kreis zu drehen, sich eine Kreisbewegung zu machen. Hab ich gemerkt, das ist für mich am besten, das auszuweichen. Ne? Ja. Wo bin ich? Da gab es eine Wand? Ich wusste nie, dass es da eine Wand gibt. Unsichtbare wahrscheinlich. Okay. Okay, komm. Ein Hit hat sie noch. Ein Hit hat sie noch, glaube ich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie noch ein Hit hat. Komm. Ruhig. Komm, sei ruhig. Wir machen jetzt. Okay, let's go! Gewonnen. So, was ich jetzt machen muss, ist nochmal den Snatcher-Bosskampf. Oh Gott. Ich will, dass es endet. Naja, Snatcher-Bosskampf, ohne dass ich auf 1 HP runterfalle. Hab ich das geschafft? Finden wir es heraus. Muss aber sagen, der Skin ist echt cool. Ich find's krass, dass ich noch niemanden online damit gesehen habe. Okay, so viel online habe ich jetzt auch noch nicht gespielt, halt ein bisschen, aber. Ja, ne? Finde ich trotzdem irgendwie erstaunlich. I don't know. Wir schauen einfach mal. Ich kann euch da nicht sagen, was schlimmer ist. Ohne Hood Abilities oder bis auf ein HP runterfallen lassen. Kann ich doch noch nicht sagen. Also bis zu Snatcher her hin ist beides ungefähr gleich schwierig. Tatsächlich hatte ich sogar mit benutze keine Hood-Fähigkeiten mehr Probleme, weil das wäre zwar mein First Try. Aber wir werden sehen, wie Snatcher jetzt drauf ist. Weil hier habe ich keine Abilities. Mich gar nichts. Nur mein cooles Outfit. Nur mein cooles Aussehen und so. Ja. Deshalb muss ich jetzt aufpassen, dass die richtige Sache angehe. So, einfach nur ganz schnell dashen, im Kreis rennen. Das war noch nicht das, wo das blaue Sachen. Nee. Blauen Potions macht jetzt noch nicht. Das ist beim nächsten Mal erst. Boah, das war knapp, habt ihr es gesehen? Okay, hier würde ich eigentlich normalerweise so die wegschlagen, aber hier kann ich es nicht machen, wenn da die ganze Zeit irgendwas vom Himmel runterfällt. Genau, jetzt macht er das mit den blauen Potions, ja. So, chill, wo ist es, Da ist es. Okay, ein Hit. Immer mitzählen. Das ist eigentlich wichtig, damit du weißt, wie weit du bist. Ja, ist eigentlich ganz wichtig. Ich sehe nichts. Cool. Oh, habe ich da Glück gehabt, Oh mein Gott. 2 von 8. Ja, 2 Hits habe ich schon mal. Jip. Jip. Hä? Okay, seltsam. Egal. 3. Ich hätte es mal mehrmals gemacht, als eigentlich sollte. Ist aber auch nicht schön. Okay, schnell rüber. Dann mach es nochmal. Okay. Ich kann euch nicht sagen, ob der schwieriger ist oder einfacher ist als der andere.
Snatcher X Kampf. Ich würde insgesamt sagen, schon schwieriger, weil er wirkt schwieriger, aber keine Ahnung, ob das wirklich ist. Aber ist auf jeden Fall nicht leicht. So, die Hälfte haben wir. Ich glaube, das schaffe ich jetzt sogar. Ich habe Full Life. Was soll noch schief gehen? Okay, sag ich das nicht. Das hätte ich nicht sagen sollen. Jetzt habe ich mich gejinxt. Ja. Jetzt habe ich mich gejinxt. Ich werde ständig abgeschmissen noch von diesen lilanen Dingern, die Master-Skill immer hat. Hier ist was Blaues. Okay, egal. Das ist ja das Problem. Ja. Last Chance. Weil ich bin auf ein HP runtergegangen, deshalb habe ich mich killen lassen. Das lohnt sich halt nicht mehr. Was soll ich sagen? Es lohnt sich nicht mehr. Wenn ich auf eine HP runden gehe, dann killt euch. Weil am nächsten Checkpoint, alles was ihr bis zum Checkpoint hingetragen habt, zählt auch. Nicht alles, was danach passiert ist. Das können wir ausnutzen. Indem wir einen weiteren Versuch noch haben. Wenn ich das jetzt auch versau, dann habe ich ein großes Problem. Aber das müsst ihr dann nicht sehen, dann skippt es einfach durch. Ich schneide sowieso immer das meiste des Spiels immer raus. Das ist halt langweilig so. Ihr wollt doch nicht nur sehen, wie ich die ganze Zeit faile. Hä? Ich dachte gerade so, hä, wieso macht er nicht weiter? Komisch, weird, egal. Akzeptiere ich. Ist in Ordnung. Hab ich es gegen? Da will ich nicht mittendrin sein. Immer am besten raus, so halb, so am Rand. Würde ich mal behaupten. Oh, das war knapp. Hier, komm. Eins. Schön mit 10, Kinder. Eins. Also wenn das jemand Junges hier hinkriegen würde, dann, Alter, dann hätte ich aber Respekt. Aber wirklich, dann hätte ich großen Respekt. Okay, das. Das ist tatsächlich einfacher als das, was wir sonst hier immer machen mit den Schallwellen, finde ich. Zwei. Ja, bei jedem zweiten Hit wird man geheilt, so wie beim normalen Bosskampf auch. Ist aber auch ein Muss, finde ich. Wo ist es? Da hinten! Okay, das habe ich auch schon in Betracht gezogen, wenn das hier passiert. Erstmal draufschlagen und dann werfen. Habt ihr zwei jetzt ineinander. So, merkt euch das. Wenn ihr die Attacke macht und da liegt so ein blauer Potion, wartet erstmal ab, dass ihr erstmal schlägt und dann die Potion wirft. Dann habt ihr nämlich zwei Hits auf einmal und das ist, naja, muss ich auch nicht sagen, ist nützlich. Ja. Wie lange jetzt? Vier Hits, ne? Ich meine vier Hits. Jetzt sieht es sehr kritisch aus. Nein! Okay. Ihr seht, ich habe all meine Leben. Vier Hits. Hat ein paar Versuche gedauert. Ich wollte unbedingt mit vier Hits hier weiterkommen, weil ich meine, ja, die ganze letzte Folge war 50 Minuten und so, aber dennoch. Muss ich da nicht übertreiben mit den Zeiten. Deshalb versuche ich, ein bisschen kürzere Folgen zu machen. Ja komm, das ist die letzte Folge, ist doch jetzt komplett egal. Egal. Auf jeden Fall wollte ich hier mir selber hier eine bessere Chance geben. Und nicht mit drei Leben hinkommen. Oder zwei. Musste auch mehrmals wieder versuchen, um Master Skull durchzukommen. Was soll's. Ich habe jetzt schon einen Hit getankt. Nicht gut. Wir schauen mal, wie es weitergeht. Ich kann ja zweimal resetten, bevor ich dann den kompletten Boss-Rush nochmal neu machen muss. Ja, was soll ich sagen? Wie gesagt, eigentlich ist es nur Master Skull ein Problem. Mit anderen beiden, wenn man sich da konzentriert und das nicht für die leichte Schulter nimmt, also Vogelboss zum Beispiel, letzte Phase Vogelboss zum Beispiel, dann klappt das eigentlich. So, beim Vogelboss hatte ich übrigens wieder den Bug, dass der eine dachte, er wäre in einer anderen Phase, als er eigentlich sein sollte. Hat mir nicht unbedingt geholfen, war jetzt aber auch nicht extrem schlimm. Wie viel hat er jetzt? Zwei, ne? Keine Ahnung, ich glaube zwei oder so hat er jetzt. Ich sage einfach mal zwei und dann sage ich jetzt einfach mal drei. Na, wie sieht damit aus, ne? Wie sieht damit aus? Ne, es müssen zwei sein, hat mir gerade Leben gegeben. Hm, hab ich mehr zwei jetzt gemacht? Scheinbar. Oh. Mies. Okay, dann haben wir zwei.
Man kriegt immer einen geraden Zahl eigentlich, ne? Jeden zweiten Hit. Oder? Meine ja. Nicht so gut. Hat diesmal in die andere Richtung gedreht. War ich nicht vorbereitet, aber klappt. Klappt alles. Chillig. Ich sehe nichts. Da, 3. Ja. Ich wollte noch ausweichen, aber es hat leider nicht mehr geklappt. Nein, nicht das! Mach das andere! Mann! Oh, ja, Junge, das war so ein Problem! Mach doch das andere! Ach, komm, sei leise. Ernsthaft? So dumm. Dass ich mich hier noch ständig treffen lasse, ne? Es geht jetzt um alles oder nichts. Das ist hier literally das Finale des Spiels. Das Finale des Spiels, ja? Glaube ich, meine ich. Komm, wo ist es? Da drüben ist das gute Stück. Erster Hit, aber ich wurde auch getroffen. Warum auch immer. Nächster Hit, ich bin tot. Ich spiele basically mit einem Leben weniger. Immer in Bewegung bleiben, by the way. Alter, war das knapp. Aber man wird ja aktiv und ständig abgeworfen von den Mastisch-Zeitlasern-Dingern. Ihr wisst, was ich meine. So, 2 Hits. Oh, das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Das Ding ist jetzt dort in der Mitte gelandet und da kriege ich es natürlich nicht mehr raus. Gar nicht mehr, das ist Dark Firma weg. Ja, es ist auch kaputt gegangen. Oh, ärgerlich. Sehr ärgerlich. Zumindest kriege ich die Attacke hier nochmal. Oh, 4 Leben. Also habe ich und er auch. Ja, cool. Einfach direkt wieder wegnehmen, schön. Nett. Oh! Nein, ich dachte schon wieder. Ich sehe nichts. Oh, Junge. Boah, das ist knapp. Das Master-Skirt-Glas. So close vor meinem Gesicht war. Ah. Reicht jetzt. Bro, reicht jetzt. Okay? Okay. Da! 5 Hits? 3 Leben hat er noch. Genau wie ich. 3 Leben. Wo ist es? Warum ist es so weit weg? Komm, wirf! Nein! Okay, okay. 2 Hits. Ich brauche 3 Hits. Ich habe 2 Hits auch noch. Ich habe ein Leben weniger, aber ich habe voll vergessen. Oh, aber macht die Attacke direkt wieder. Na komm! Ja! Ein Leben! Ein Leben! Dann ist es vorbei! Dann ist das Ganze hier vorbei! Dann habe ich keinen Todeswunsch mehr! Dann ist das vorbei, Mann! Dann ist vorbei! Kann ich rumschreien, aber es ist ziemlich spät. Ich grinde, aber egal, was ich meine, Mann! Es ist dann vorbei! Alter, hör auf! Hör auf! Digga, es reicht jetzt! Ja! Ja! Oh, ich werde ihm so in die Fresse schlagen! Oh, komm her, Junge! Nur wegen dir habe ich so suffern müssen. Ah, es ist vorbei, Leute. Es ist vorbei. Guck, wie Headkid am Heulen ist. Jetzt können wir lächeln. Yay. Ja, für die Leute, die sich fragen, ob ich Masochist bin, eigentlich nicht. Oh, I refuse to die. Eigentlich nicht, aber man könnte es auf jeden Fall denken. So, jetzt können wir uns unser wunderschönes, großes Bild anschauen, wie wir alles geschafft haben. Complete! Seid auf der falschen Seite, Kumpel. Das ist der Sommerort.
wo ich ein bisschen schon angefangen habe. Okay, ich zeig's euch gleich, irgendwie ist gerade wegen dem Sommer-Event ein bisschen verpackt. Achso, ja, ist ja How to Kill Kids. You completed all my contracts, but somehow you're still alive to pester me. Thanks, I guess. Tja, ich hab dich halt. Wie oft habe ich ihn jetzt besiegt? Einmal im Base Game. Einmal gemeinsame Zeit. Dann einmal Breaching Contract. Ne, sein EX-Kampf. Und dann jetzt gerade Boss Rush. Und dann noch mit dem normalen Boss Rush. Also fünfmal, glaube ich, habe ich ihn besiegt insgesamt, ne? Really? That's just great. Congratulations. Kommt drauf an, was halt davon zählt. Aber ich habe ihn auf jeden Fall mehrmals hinterher versucht. Jetzt gibt er endlich auf. You want a reward? Mhm. Look, kid, we've done this before. You really need to learn to negotiate up front. Was? Aber. I get the feeling you're not going to leave me alone unless I hand over something. It's always about you, huh? Ich habe dutzende Stunden meines Lebens hier reingesunken. Bitte, irgendwas. Und wenn es auch nur ein Poster an der Wand ist, irgendwas. You know, you weren't even supposed to make it this far. They should be picking out flowers for you right now. Tja. So I guess we can't always get what we want. Stimmt. Now there, there. At least you have the feeling you achieved something. Mhm. Was denn? If it wasn't clear, our business is concluded. Go bother someone else, kiddo. Yeah! Der Auftrag ist ausgefüllt. Keine Ahnung, ist vorbei. Ich kann zerreißen. Zack! Warte, also schön, dass du mit mir kuschelst hier gerade, aber ich krieg wirklich gar nichts. Why won't you leave? Ja, oh mein Gott, alles vergoldet auf einmal. Schaut es euch an. Ich habe jetzt, wie ihr sehen könnt, jedes einzelne Level im Deathwish oder Todeswunschmodus zu 100% geschafft. Zu 100%. Er hat neue Texte, wenn man nichts mehr hat. Ja. Remember that time you almost died? I'd like to revisit that. Nein. I don't have any more work for you, kid. Why don't you get a real job? Aber. Okay. Ah, so. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zum Hauptmenü. Das machen wir, indem wir Spiel beenden gehen und dann Hauptmenü drücken. Dann werden wir sehen, dass ich jetzt insgesamt 10% mehr bekommen habe auf meinem Fire. Also nicht mal 100%, sondern 110, 2 Sterne. Ich glaube, mehr geht auch gar nicht. Wüsste ich jetzt zumindest nicht. Das ist alles, was ich finden konnte. Also, let's go! So, das ist das Ende des Displays. Aber es ist nicht das Ende von Ahead of Time Content. Denn es wird tatsächlich noch so aussehen, dass ich nicht nur die DLC noch zeige, diesen Vanessa's Curse DLC, sondern ich werde auch noch Community Maps zeigen. Irgendwelche coolen, wo ich lustige, zusammengeschnittene Videos machen kann. Wird eher seltener kommen, das ist ja kein Let's Play mehr. Aber ich hoffe, ihr freut euch drauf. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, das ganze Let's Play lang mir beim Leiden zuzuschauen. Ich sehe es jetzt. Oha, das Cape hat voll die coolen Effekte und so gerissen. So alles lila. Ich mag das. Yeah, ein letzter Abschiedstanz. Bis zum nächsten Let's Play.